Hey Leute, heute zeige ich euch die 10 goldenen Regeln im Calisthenics. Eine Bewegung komplett auszuführen ist ein Muss für Stabilität, Kraft und langanhaltende Gesundheit. Aber ein Pull-Up über die volle Range of Motion ist auch deutlich anspruchsvoller, als wenn man nur einen Teil der Bewegung macht. Deswegen kann man bei egal ob Profi oder Anfänger oftmals keine volle Range of Motion beobachten, da der Körper die einfachere Option sucht. Das sieht man bei den Basisübungen wie zum Beispiel Dips oder Pull-Ups, aber auch bei fortgeschrittenen Übungen wie zum Beispiel dem Handstand Push-Up. Es gibt aber durchaus Situationen, in denen es Sinn machen kann, nur einen Teil der Bewegung auszuführen. Das ist zum einen am Ende eines Satzes, also wenn man zum Beispiel keine Kraft mehr hat, die volle Bewegung auszuführen, aber den Muskel noch weiter unter Spannung setzen möchte. Zum anderen kommen aber auch oftmals vor allem fortgeschrittene Athleten nicht mehr weiter und befinden sich schon seit Monaten oder vielleicht sogar Jahren an einem Leistungsplateau. Hierfür liegt der Grund oftmals nicht daran, dass die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Körpers selbst erreicht sind, sondern vielmehr eine Blockade im Kopf, die den Fortschritt massiv hindert. Man redet sich zum Beispiel an, man kann nur 15 Pull-Ups und mehr geht einfach nicht. Und in genau solchen Situationen können Teilbewegungen dabei helfen, diese Blockade zu lösen, indem man mit, sagen wir jetzt einfach mal, nicht ganzen Pull-Ups diese Grenze weiter nach oben verschiebt. Versuche also immer die volle Range of Motion zu nutzen, sei dir aber in manchen Situationen auch nicht zu schade, nur einen Teil der Bewegung zu machen. Auch wenn man beim Calisthenics nicht zwangsläufig die Möglichkeit hat, einfach mal mehr Gewicht zu bewegen, wie das im Bodybuilding oder Powerlifting zum Beispiel der Fall ist, ist ein Progressive Overload notwendig für langfristigen Erfolg. Von einem Progressive Overload sprechen wir, wenn man im Laufe der Zeit die Belastung, die dem Körper ausgesetzt wird, progressiv steigert. Auch wenn das jetzt im Calisthenics schwieriger ist als in vielleicht anderen Sportarten, ist es trotzdem möglich. Du kannst zum Beispiel die schwierigere Progressionsstufen nutzen, Zusatzgewicht durch eine Gewichtsweste oder einen Gewichtsgürtel oder das Volumen erhöhen, indem du mehr Wiederholungszahlen oder Satzzahlen machst. Wenn du dich langfristig verbessern möchtest, musst du dein Training progressiv steigern. Die meisten Menschen assoziieren eine kurze Pause mit einem härteren Training, was ja dann wahrscheinlich auch zu mehr Fortschritt führt, oder? Das ist aber falsch. Eine ausreichende Pause zwischen den Sätzen ist der einzige Weg, um genug Volumen zu akkumulieren, ohne dabei die Intensität oder Technik zu verringern oder verschlechtern. Gerade bei Compound-Übungen, bei denen jetzt mehrere Muskelgruppen gleichzeitig aktiviert werden, wie sie im Calisthenics einfach sehr häufig vorkommen, oder wenn euer Ziel ist, die Maximalkraft zu verbessern, was ihr in den meisten Fällen tut, wenn ihr zum Beispiel ein Skill wie den Frontlever lernt, solltet ihr zwischen 3 bis 5 Minuten Pause machen. Bei isolierten Übungen oder wenn ihr jetzt zum Ziel habt, die Kraftausdauer zu stärken, dann genügen auch kürzere Zeiten. Zu kurze Pausen zwingen euch zu leichteren Progressionsstufen, zu geringeren Intensitäten oder zu einer Verschlechterung der Technik und führen insgesamt zu weniger Fortschritt. Wenn wir Muskeln aufbauen wollen, müssen wir den Muskel einer hohen mechanischen Spannung aussetzen. Eine hohe mechanische Spannung erreichen wir, indem wir hohe Lasten bewegen oder geringere Lasten wieder und wieder ausführen. Solange wir bis nahezu ins Muskelversagen gehen, ist es jetzt auch egal, ob wir nur 8 Wiederholungen mit einem sehr hohen Gewicht oder 20 Wiederholungen mit dem eigenen Körpergewicht machen. Der Muskelzuwachs bleibt derselbe. Es reicht aber nicht, den Muskel nur einmal in einem Satz bis nahezu als Muskelversagen zu bringen. Ein hohes Volumen ist ein mitentscheidender Faktor für den Muskelaufbau. Daher machen die meisten Calisthenics-Athleten auch nicht nur 2, 3 oder 4 Sätze Pull-Ups, sondern eben 10, 15 oder sogar 20 Sätze. Muskelaufbau mit Calisthenics ist möglich und das auch ohne Zusatzgewicht. Die Maximalkraft ist im Calisthenics ein entscheidender Faktor bei allen Übungen. Umso höher die Maximalkraft, umso leichter fallen Skills, aber auch die Basics. Um die maximale Kraft zu verbessern, muss die Intensität im Training sehr hoch sein. Die Intensität können wir jetzt über viele verschiedene Methoden steuern. Wir können für eine hohe Intensität zum Beispiel eine schwerere Progressionsstufe wählen oder Zusatzgewicht ansetzen. Für maximalen Kraftaufbau sollten zwischen 1 bis 5 Wiederholungen trainiert werden. Dabei geht es jetzt auch weniger um den Muskelaufbau selbst, sondern vielmehr um neuromuskuläre Prozesse, die eine bessere Aktivierung der Muskulatur ermöglichen. Dadurch kann die bereits vorhandene Muskulatur besser und effizienter genutzt werden. Wir können also mehr Kraft generieren. Vor allem hier ist der ausreichende Pausenzeit wichtig und sollte eingehalten werden. Jede Übung kann leichter und schwerer gemacht werden und dadurch ist auch Calisthenics wirklich für jeden Menschen geeignet. Grundsätzlich variieren die Progressionsstufen vor allem in ihrer Intensität und der benötigten Kraft. Leichtere Progressionsstufen können also öfters ausgeführt werden oder länger gehalten werden als jetzt schwerere. Generell solltest du die für dich passende Progressionsstufe durchführen. Am Anfang des Trainings würde ich immer mit der schwerstmöglichen Progressionsstufe starten, mit der du gerade so 1 bis 5 Wiederholungen schaffst. Danach würde ich auch noch eine leichtere Progressionsstufe wählen, mit der du mehr als 6 Wiederholungen machen kannst. Durch dieses Vorgehen hast du nicht nur eine hohe Intensität zur Entwicklung einer höheren Maximalkraft, sondern auch ein hohes Volumen für den Muskelaufbau. Versuche nicht, Progressionsstufen zu überspringen, das kann zu unsauberer Ausführung bei gleichzeitiger hoher Belastung führen, die perfekte Voraussetzung für Verletzungen.
Durch ein Warm-up schützen wir uns nicht nur vor Verletzungen, sondern werden auch leistungsfähiger. Ein Warm-up führt dazu, dass die Körpertemperatur ansteigt und die Durchblutung verbessert wird. Und das führt zu unterschiedlichen Effekten, wie zum Beispiel eine Beschleunigung von metabolischen Prozessen, aber auch eine stärkeren und besseren Muskelkontraktionsleistung und auch zu einer Erhöhung der Leitungsrate der Nerven. Und all das macht uns während dem Training leistungsfähiger. Ein Warm-up ist aber auch ganz entscheidend, wenn wir uns präventiv vor Verletzungen schützen wollen. Dafür sollte ein Warm-up vor allem diese Aspekte beinhalten. Eine Erhöhung der Durchblutung und Herzfrequenz durch zum Beispiel Hampelmännern oder Seilspringen, aktive Bewegung der Gelenke über die volle Range of Motion und eine progressive Steigerung an die tatsächliche Trainingsbelastung heran. Generell unterscheiden wir zwischen vier verschiedenen Bewegungsrichtungen. Erstens zwei sind vertikale Druck- und Zugbewegungen. Bei vertikalen Bewegungen ist unser Körper vertikal zur Gravitation. Ein Beispiel für eine vertikale Druckbewegung sind zum Beispiel der Dip oder auch der Handstand-Push-Up. Der Pull-Up oder Chin-Up sind zum Beispiel Beispiele für vertikale Zugbewegungen. Dann gibt es noch horizontale Druck- und Zugbewegungen. Bei horizontalen Bewegungen ist unser Körper jetzt horizontal zur Gravitation. Ein Beispiel für horizontale Druckbewegungen sind zum Beispiel Liegestützen. Der Australian Pull-Up wäre jetzt ein Beispiel für eine horizontale Zugbewegung. Egal, ob ihr jetzt Anfänger oder fortgeschritten seid, es macht Sinn, alle vier Bewegungsrichtungen immer in euer Training zu integrieren. Dabei muss die Verteilung jetzt aber auch nicht 1:1 sein. Um die maximale Leistung aus euch herauszuholen und langfristig gesund zu bleiben, solltet ihr aber auch darauf achten, eine Bewegungsrichtung jetzt nicht völlig zu vernachlässigen. Wenn wir uns die fortgeschrittenen Übungen anschauen, dann fällt uns eins direkt auf. Man braucht extrem viel Körperspannung. Körperspannung vor allem im Bauchbereich. Dadurch, dass die meisten Übungen im Calisthenics Compound Movement sind und wir sozusagen so gut wie bei allen Übungen immer eine Bauchaktivierung haben, wird unsere Bauchmuskulatur schon von Grund auf stark beansprucht. Das ist aber mit einer der Gründe, weshalb zusätzliche Übungen für die Bauchmuskulatur wichtig sind. Das macht unsere Bauchmuskulatur nämlich für viele Übungen zu einer Art Schlüsselmuskulatur und auch Grundvoraussetzung. Wenn unsere Bauchmuskulatur also zu schwach ist, können sie einen limitierenden Faktor darstellen und uns beim Fortschritt hindern. Trotzdem muss man aber beachten, dass die Bauchmuskulatur auch nur ein Muskel ist und Pause und Regeneration benötigt, um sich anzupassen. Deswegen macht es Sinn, jetzt an gezielten Tagen wirklich noch zusätzlichen Bauchtraining zu machen und nicht jeden Tag so ein bisschen. Es gibt viele Vorurteile gegenüber Calisthenics-Athleten, dass sie keine Beine trainieren. Und wenn wir uns das mal ganz objektiv anschauen, dann macht es ja auch Sinn, denn umso schwerer die Beine, also umso schwerer jetzt ein Hebel ist, umso schwieriger ist es, diesen Hebel gegen die Gravitation waagrecht zu halten, als beispielsweise beim Frontlever. Bedeutet also im Umkehrschluss, schwerere Hebel, schwerere Beine gleich schlecht für Skills. Ein Beintraining gehört aber genauso in den Trainingsplan wie auch jeder andere Muskel auch. Nicht nur, weil es uns komplett macht und wir so einen rundum starken und fitten Körper bekommen, sondern unsere Beinmuskulatur besteht auch aus sehr großen Muskeln und macht einen großen Anteil unserer gesamten Muskulatur aus. Umso größer ein Muskel ist, umso mehr Testosteron wird durch das Training ausgeschüttet, was wiederum nicht nur unsere Beinmuskulatur, sondern alle anderen Muskeln im Körper beeinflussen kann. Außerdem kann uns beispielsweise auch ein starker Po dabei helfen, bei den verschiedensten Skills wirklich eine saubere, gerade Linie zu halten. Es ist schwierig, nur mit dem eigenen Körpergewicht die Intensität bei dem Beintraining zu erhöhen und sozusagen schwer zu trainieren. Dennoch gibt es Möglichkeiten, das zu tun. Nutze Sprünge, mache einbeinige Übungen oder vergrößere den Hebel. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, schreib in die Kommentare, was du hier weiterhin auf meinem Kanal sehen willst und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!